domradio.de Christliche Nachrichten. Herzlich willkommen. Im Missbrauchsskandal der katholischen Kirche bemühen sich nun die deutschen Ordensgemeinschaften auch um Aufklärung. Laut einer Umfrage unter den Mitgliedern der Deutschen Ordensobernkonferenz haben sich über 1400 Betroffene bis 2019 bei den Ordensgemeinschaften gemeldet. 654 Ordensmitglieder seien beschuldigt worden, hieß es. Knapp 80% aller Beschuldigten sei bereits verstorben. 95 Beschuldigte seien bis heute Mitglied einer der Ordensgemeinschaften. Der Missbrauchsbeauftragte der Deutschen Bischofskonferenz, der Trierer Bischof Stefan Ackermann, begrüßte die Veröffentlichung der Befragung. Sie richtete sich an knapp 400 Ordensobere, von denen drei Viertel den Fragebogen zurücksandten. Nach der Vorstellung der Untersuchung dringen die Bischöfe jetzt auf ein einheitliches und transparentes Vorgehen in der katholischen Kirche in Deutschland. Lebenslange Haft für den Attentäter von Christchurch. Ein 29-jähriger Australier hatte im März 2019 im neuseeländischen Christchurch in zwei Moscheen insgesamt 51 Menschen erschossen. Jetzt muss er lebenslang ins Gefängnis, ohne Aussicht auf vorzeitige Entlassung. Der Täter hatte seine Morde mit einer Kamera gefilmt und im Internet live gezeigt. Nach seiner Festnahme plädierte er zunächst auf nicht schuldig. Im März erklärte er sich dann überraschend für schuldig, weshalb die Hauptverhandlung entfallen konnte. Der Imam der Al-Nur-Moschee in Christchurch begrüßte das Urteil als Gerechtigkeit für ein abscheuliches Verbrechen. Es ist das erste Mal in Neuseelands Rechtsgeschichte, dass ein Angeklagter für den Rest seines Lebens ohne Aussicht auf vorzeitige Entlassung im Gefängnis bleiben muss. Brot für die Welt hat vor einem Anstieg der Hungernden weltweit durch die Corona-Pandemie gewarnt. Die Präsidentin des Evangelischen Hilfswerks, Cornelia Füllkrug-Weitzel, sprach davon, man stünde vor einer Hungerkrise. Bis zu 132 Millionen Menschen zusätzlich könnten der Organisation zufolge an Hunger leiden, 100 Millionen Menschen mehr in absolute Armut rutschen. Nach Angaben der Welternährungsorganisation FAO waren im vergangenen Jahr bereits 690 Millionen Menschen chronisch unterernährt. Besonders von der Pandemie betroffen sind dem Hilfswerk zufolge die Millionen prekär Beschäftigten entlang der globalen Lieferketten. Die Unternehmen hätten nach Ausbruch der Krise keine Verantwortung für diese Arbeiter übernommen, kritisierte Brot für die Welt. Gerade in diesem Krisenjahr zeige sich, wie wichtig ein Lieferkettengesetz sei, so Füllkrug-Weitzel. Laut Jahresbilanz hat Brot für die Welt im vergangenen Jahr das drittbeste Spendenergebnis seit der Gründung 1959 erzielt. Demnach nahm das Hilfswerk über 64 Millionen Euro Spenden ein. Das letzte Gründungsmitglied der ökumenischen Gemeinschaft von Taizé, Frère Daniel, wird an diesem Donnerstag 99 Jahre alt. Schon 1942 verkehrte Daniel in Genf mit den drei ersten Mitgliedern der entstehenden Gemeinschaft, so auch mit Roger Schutz. Der am 27. August 1921 geborene Schweizer Calvinist hatte 1946 sein Theologiestudium beendet und sich als vierter Bruder der Gemeinschaft von Taizé angeschlossen. Das Dorf Taizé im Süden von Burgund ist ein Symbol der ökumenischen Bewegung. Die in den 1940er Jahren entstandene christliche Gemeinschaft wurde zu einem Treffpunkt für Jugendliche aus aller Welt. Der Bruderschaft gehören rund 100 Männer aus etwa 25 Ländern an. Im Rahmen einer überdiözesanen Kartoffelaktion können jetzt mehrere seltene Kartoffelsorten geerntet werden. An über 1000 Orten hatten Hobbygärtner aus dem kirchlichen Umfeld, der Erzdiözese Freiburg und der Diözese Rottenburg-Stuttgart im Frühjahr 5 alte und seltene Kartoffelsorten angebaut. Jetzt ist Erntezeit für die blauen Schweden, die dänischen Spargelkartoffeln und die roten Erstlinge. Aus weltkirchlicher Sicht ist das Spannende an dieser Kartoffelaktion, dass man einen sehr, sehr direkten Bezug zum Leben von Menschen weltweit knüpfen kann. Peru gehört zu den am stärksten betroffenen Ländern weltweit durch Covid-19. Und da geht es jetzt im Moment gerade tatsächlich um das Überleben von Menschen. Viele Menschen, die eben in den letzten Jahren in die Slums der Großstädte ausgewandert sind und jetzt ihren Job durch die Maßnahmen gegen das Coronavirus verloren haben, die sind zurückgegangen in ihre Dörfer, um sich dort wieder durch Subsistenzwirtschaft das Leben zu erwirtschaften, eben durch den Anbau von Kartoffeln. Domradio.de Christliche Nachrichten.